Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Carmichael Simulator 2018. Ja, ich habe diese zwei Autos schon mal getestet. Das seht ihr am Ende des Videos. War scheiße. kleiner Spoiler, aber weiß ich nicht. Gut, ich habe gesagt, achso, ja, das wisst ihr nicht. Also, ich möchte mit euch zusammen gucken, ich möchte ein SUV kaufen. Und da möchte ich halt auch einen vernünftigen Motor reinhaben. Also, ich möchte den Motor auch komplett selber bauen. Und... mit Tuning-Teilen, genau. Wiki, gibt's kein Wiki? Ach, bitte, lass ein Wiki dazu. Gibt's doch eigentlich zu allem. Motor. Scheiße. Ich hab da schon mal was gehabt. Mit. Nee, Quatsch, ich muss mir die Autos angucken. Car. Ich muss mir die Fahrzeuge dazu angucken. Wie sehe ich alle Autos? Vehicles. Oh, verflucht. Achso, da oben. Wo ist... da. Super ohne Bild. Super auch ohne Bild. Verdammt. Okay, wisst ihr was? Ich werde mir jetzt hier ein paar Sachen raussuchen, weil das ist ja wirklich viel. Und das ist, wenn ich euch hier mitnehme, dann hier am Ende, keine Ahnung, 30 Stunden Video habe und vielleicht zwei Motoren rausgefunden habe. Und hier werde ich mich auch nochmal rumgucken. Und gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich vielleicht ein, zwei Autos rausgesucht habe oder ein, zwei Motoren. Dann mal schauen. Gut, bis. Willkommen zurück. Ich wollte zwar anders anfangen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, ich habe mich jetzt für ein Fahrzeug entschieden. Ich habe sehr viel mir rausgesucht, auch Non-DLC. Aber da habe ich mir so gedacht, ich habe mir extra DLCs gekauft. Warum nicht? Und das war der einzige, der wirklich viel PS hat und wo man auch ganz schön was mit Tuning machen kann. Das heißt von 470 auf 690 ungefähr halt PS. Was schon mal ein ganz schön großer Unterschied ist. Und das wäre auf jeden Fall dieses Fahrzeug. Dieses. Klar, man muss sehr viel Glück haben. Man muss sehr oft auch hin und her switchen zum Schrottplatz, weil ich möchte das gerne auf dem Schrottplatz auch finden. Ich weiß nicht, inwiefern man Karosserien vielleicht findet oder Karosserien irgendwo herholen kann. Aber, ja. Ich glaube, das kriegen wir hin. Einzige Schwierigkeit wird wahrscheinlich sein, der Motorblock. Okay, nee, ist er nicht. Der steht hier. Ich kopiere das mal gucken, ob das so geht. Den ganzen Rest kriegen wir ja dann eh vorgeschrieben, sage ich mal. Und dann würde ich mal sagen... machen uns hier mal kurz ein Warehouse 4 und nee, packen. Das bedeutet halt, nee. Packen wir mal jetzt alles rein, so dass ich dann nur noch die Tuning Sachen habe.
Was? Was? Und ich würde dann auch gerne gucken, ob es dann so noch Tuning-Sachen zu kaufen gibt, das alles wieder zurückzumachen. Okay, das überspringe ich jetzt auch mal kurz. Brauche ich nicht so extrem drücken. Hat doch länger gedauert, als ich dachte. So, ich habe jetzt nur noch Tuning hier. Also wirklich nur Tuning hier drin. Ich habe alles reingepackt. Ich habe das nicht geguckt extra. Ich meine, gut, das zum Beispiel hätte ich nicht reinpacken brauchen. Das auch nicht. Ja. Okay. Wir fangen jetzt einfach mal an. Weil zuallererst, hätte ich mal einen Tee machen können, brauchen wir ja sowieso den Motorblock. Fängt das schon mal komplett falsch an. Komm, bitte, 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 bitte. Jawohl. Nein! Verdammt, ey. Das ist der GV. Alles weg und so. Hier haben wir, glaube ich, sogar schon alles für den Motor. Nee, F. Nee, wir brauchen G. Okay, Motorblöcke gibt es nicht Tuning. Lock. Brauchen wir den. Geht der. Das wäre cool. Das wär super geil. Nein, geht natürlich nicht. Hä? Die OHVG brauche ich. Motorblock. V6, ach ja. V8, UHVG. Genau. Oh, ist das toll. Jetzt gebe ich alles. Gebe hier auch nochmal Motor. Okay, alles klar. Motorblock gibt es definitiv, denke ich mal, nicht. Und bau einen neuen Motor. Wieso habe ich keine passenden Teile? Nicht. Muss ich ihn aufpacken? V8. Hier habe ich leider noch nie reingeguckt, glaube ich. Oder wenn, dann mal aus Versehen, sag ich mal. L? Nämlich G. Was? Wie jetzt? Den gibt es nicht? Wieso gibt es ihn jetzt nicht? Okay, ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen informieren, wie ich den kriege, weil hier drinnen gibt es ihn gerade echt nicht. Das ist gerade ein bisschen komisch. Okay, gut, dann noch mal bis gleich. Okay, ich habe jetzt nach dem PS gesucht. 469 PS hat der hier auch. 626 Newtonmeter hat der auch. Die RPM sind auch alle gleich. Also gehe ich mal. Ah, davon aus, dass der auch ist. Ah, alles klärchen. Okay. Ja. Ich werde nichts. Ach ja. Oh, doch, stimmt. Ich hab ja hier noch Qualitätsware. Alles, was ich nicht habe, was sehr viel sein wird.
jeden Fall mal auf meine Einkaufsliste. Kann ich den drehen? Den Motor? Muss ich dafür echt wieder weg? Hä? Da. Achso, das war's sowieso. Stimmt, ich brauche die Kurbelwelle. Okay. Gehen wir mal auf Demlet und gucken jetzt mal nach. Okay, fühlt das wäre merkwürdig. Nockenwell. Achso, brauche ich hier gar nicht so viel angeben. Oh, doch, Nockenwelle. Aha, guck mal einer an. V8 UHVC. V8 UHVC. Geil. Kurbel gibt's nicht. Kraft. Kraftstofffilter. Es gibt ja so Kraftstofffilter mit. Na gut. Hä? Was hab ich jetzt? Ach ja, ich habe das gekauft und das, ne? Nockenwellen. Achso, ein Rad. Ja, gut, okay. Das wäre auch wirklich merkwürdig. Okay, also Ölfilter. V8. Heißt in schön gelb. Kurbelwellen. Gedingens. Auch C. Nockenwellen. Rad V8 UHV V8 UHV. Okay, jetzt können wir wieder basteln. Ran. Immer erstmal gucken, nicht dass ich da Controller lande Qualität, das wird ja mein Fahrzeug so gesehen. Da darf auch ein bisschen Qualität ran. So, mal wieder tunen. Achso, das ist das Lager, die Lagerdeckel. Verdammt. Schwungrad. Oh ja! Standard. Jawohl, bringt sogar mehr. Geil. Kolben. Auch sehr geil. UHVC. Ja. Perfekt. Steuerkette. Nee, okay, das wäre auch wieder ein bisschen komisch, aber gut. Kurbel. Wellen. Lagerdeckel. Ich glaube 4. Steuerkette. F. Achso, genau, das gab es auch. Kolbenringer. Klar. Das wäre Blitz. Ach ja, klar, hier habe ich das schon nicht gefunden. Warum so? Ja. Okay. Kolbenringer. Ich glaube C. Genau. Ich hätte das Standardinventar drin lassen können, ehrlich gesagt. Weil ich hätte es ja einfach dann, naja, egal, weiter drücken können, aber gut. 3, komm ran. Schade.
Ey, du wirst teuer. Ich hätte echt gedacht, ich habe schon deutlich mehr. Ups. So an Tuning teilen, aber nee. Habe ich nicht. Kopf. Oh ja. Kopf. V8 OHVG. KHJ. Na, wo seid ihr? HVG IH Oh, das ist ja schade. Für meinen gibt es das nicht. Für I, D, alles, aber nicht für meinen. Schade. Kupplung Scheibe, Tuning. Das ist normal und das ist dann auch schade. Boah, das ist, na gut. Schade, schade. Steuergehäuse. OHVG ja wieder. Ah, hier OKG. Das ist ja alles so komplett überhaupt nicht sortiert. Das ist Zylinder Kopf. Muss ich ja wieder suchen. Da. Ah, und wir. Oh, 3000. Oh Gott. Ich habe nicht so krass viel Geld. Aber ich glaube, das wird ja auch nochmal eine teure Angelegenheit. Und ich glaube, ich habe an diesem Motorständer so gut wie noch nie gearbeitet. Gucken. Schade, nicht mal die Servo. Muss ja, wie gesagt, muss ja nicht zwingend Tuning sein. Aber halt Qualität, das wäre auch schon ordentlich geil. Ah, gut. Ah, doch hier. Wenn ich mich gerade nicht irre, also zu den Kerzen gab es, glaube ich, auf jeden Fall.
So, Ölwanne. Nein, das ist Quatsch. Korbel gab es, glaube ich, auch nichts. Servo. Ja. Servopumpe R4B. R4B. Ja, genau. Die hier. Wasserpumpe? Nein, das wäre auch cool. Na, weiß nicht. Umlenkrolle wäre auch Quatsch. Abgas, das auf jeden Fall. Achso, Abgas G. Nee, oder? Was habe ich hier für einen unschönen Motor gefunden? Hätte ich mal hier reingucken sollen, was ich hier brauche. Der H ist sau oft dabei, zum Beispiel. Aber der G fast gar nicht. Schade. Nee. Ansaug. Ist wieder G dabei? I ist auch oft dabei. H ist oft schon wieder dabei. Okay, egal. Ich brauche den auch G. Boah, ist ärgerlich. Kupplung. Okay. Ventil. Nee. Zündkerzen auf jeden Fall. Die machen zwar nicht viel, aber die machen was. Ölwanne. Wellen, Scheibe. Das da. Wasserpumpe. Ah, ist auch wieder speziell. Der G. Umlenkrolle. Typ A. Abgaskrümmer. Achso. Wir auch, ja, G. Ist das der gleiche Akkus? Ja. Ansaugkrümmer, das ist auch wieder teuer, glaube ich. Das ist der auch G. Da. Oh, 500, geht sogar. Kupplung. Ventil, Spülstangen, F. Gut. Nein, doch, ich wollte gerade sagen. Oh, ich brauche noch mehr, oder? Anzündkerzen. Das ist jetzt die halbe Miete, was ich hier mache. Weil danach kommen ja noch die Herausforderung, das Fahrzeug zu finden. Das dazugehörige. Auf dem Schrottplatz, oder? Ja, theoretisch ja Schrottplatz. Das wird auch noch eine große Herausforderung. Hinführt. Also wollte ich nochmal.
Von hoffe ich, dass ich den Motor hier auch abbauen kann und von mir es auch im Inventar haben kann. Das wäre ja auch schon gut. Das weiß ich alles gar nicht. Okay, jetzt müsste ich glaube ich erstmal wieder kaufen. Ja. Komm. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hin. Vorsichtshalber. Ach ja, hier, komm, komm. Oh Gott, 8. Kipphebel, nee. Kraftstoffverteiler? DI. Da. Oh. Gibt es. Mit Wasser gab es ja gar nichts. Um den Gold. Drosselkleid. Ja, V6B. Da ist er. Okay. Kipp, Hebel, Brücke. Die Aufform. Der da. Kraft. Stoffverteiler, die. Achso, den. Der ist ja Tuning. Wasser, Pumpen, Riemen. Scheibe, Standard. Umlenkrolle. Ah. Paperbrücke. Kommt Taube. Okay. Sind das die gleichen? Ne, Typ A und Typ B. Ich glaube, ich kann den noch mal kurz gerade drehen. Ich war hier, ne? Da. Super. Super, super, super. Wieder kaufen. Dann seht ihr auch mal, wie teuer so ein Motor hier ist. Keilriemen, das wäre auch komisch. Zylinderkopf. Haube? Ne, das wäre auch. Weiß nicht, ob man da was tun kann. Keilriemen. V8 OHVG. C. G. Da ist er. Zylinder, Kopf, Haube. K. I. Also höher. G. 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 Ist ja noch die Dings rein, ne? Nee? Ich dachte, Zündspulen. Ich habe ja auch kaum Qualitätssachen für das Auto. Das nervt mich gerade richtig. Ja irgendwie hier schon fast. Nee, das ist ja auch komisch. Jetzt habe ich die Zünddinger nicht. Ich bin mir gerade ganz sicher, bin, dass hier ich diese Zündspulen auch schon eingepackt habe. Okay. Sind Spule VAG K Cover auch oft. Hier ist K jetzt nur einmal, also aber meiner ist schon wieder nicht dabei.
Nee. Ärgerlich. Zündspule. Jeweils mit zwei Schrauben. Oh nee, geil, nur so. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht allzu lange. Nicht mal dafür irgendwie. Warte mal, kann man Qualität kaufen? Achso, Workshop. Achso, nee, das möchte ich nicht. Okay, das ist nur Abdeckung, das wäre auch wieder komisch. An dem Motor gab es da sowieso gar nichts. Okay. Nein, komplett raus nicht. Motorabdeckung. G, A und B. Auf was das war's? Tatsache. Oh. Tuning-Teile sind nicht anders, Qualitätsteile sind auch nicht anders markiert, gekennzeichnet. Na gut. Den Motor haben wir schon mal fertig. Ja. Immerhin eine Sache. Okay, ich werde jetzt einmal kurz live mit euch hingehen zum Schrottplatz. Kriege ich erst noch mit Level 40, bin bei 35. Scheiße. Das ist teuer. Vor allem ist die Chance, glaube ich, das Auto da zu finden, hier zu finden, sowieso fast zu gering, um die ganze Zeit hin und her zu wandern. Aber okay. Ich hab's mir so ausgesucht. Wie gesagt, einmal nehme ich euch live mit und ab dann mache ich das im Hintergrund. Ach. Es stehen richtig viele hier. In dem Fall leider nicht. Muss man dann gucken, wie in dem Geld, weil wenn ich 10-mal hin und her gehe, sind 5000. Nee. Doch klar. 5000 weg. Es geht. Na gut. Dann bis zu dem Zeitpunkt. Also gut, bei euch ja. Und dann ist gut. Und ja. Oder ich vielleicht mal auch einen Zeitraffer mal gucken. Auf jeden Fall erstmal bis gleich. So, weiter geht's mit dem Motor. Ich weiß nicht warum, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Das regt mich so richtig auf. Weil normalerweise ist das alles, was ich da gemacht habe, kann jetzt weg. Das kotzt mich so an, dass ich da nicht dran gedacht habe. Ich habe nochmal ein Schäumvideo zwischendurch gemacht. Das war nochmal ein extra Video, entweder vor diesem Video oder nach diesem Video. So wie es jetzt aber aussieht, davor. Und zwar zum Beispiel habe ich einen Abgaskrümmer mit Qualität 1, aber halt nicht mit Tuning gefunden. Was da halt rein soll. Also auch rein soll. Dann habe ich hier mal rumgeguckt und zum Beispiel die Wasserpumpe habe ich jetzt noch nicht reingepackt. Werde ich jetzt machen. Die gehört natürlich auch ins Auto rein. Sonst habe ich hier nichts drin. Aber es sind halt so Sachen, da denkt man halt nicht dran. Das nervt mich.
Das nervt mich richtig. Was es hier bedeutet, theoretisch müsste ich auch alles einmal durchgucken, ob hier irgendwas für meinen dabei ist. Was dann halt auch rein muss. Bremsscheiben zum Beispiel. Das ist halt Qualität 2. Also das ist Qualität 2. Das ist nochmal richtig doof. Gerade für die Motorsachen halt. Aber wenn man hier so guckt, das ist verdammt viel. Oh Gott, das ist verdammt viel. Das ist unglaublich. Was alles da vielleicht ins Auto rein hätte gekonnt. Vielleicht. Ah. Ihr wisst, was das heißt. Ich werde jetzt hier auch alles reinpacken. Und ja, wahrscheinlich auch den kompletten Motor nochmal auseinanderbauen. Aber das werde ich jetzt in Zeitraffer oder einfach so machen. Na doch, ich denke mal, dass eher. Ach, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Gut. Ich werde das jetzt erstmal wieder alles rüberpacken und dann sehen wir uns. Ich weiß noch nicht wie, aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Kommt zurück zu diesem ewigen Suchen. Also ich hab bei 155.000 angefangen und war bis 140.000 nur permanent auf Schrottplätzen. Ich habe keins gefunden, darum bin ich zum Entschluss gekommen, das wird es da nicht geben. Jetzt habe ich mir so gedacht, komm, mache ich mal die ganze Zeit Auktion. Und jetzt habe ich es endlich gefunden. Da wollte ich es mitnehmen. Ich würde jetzt so, wenn ich das nicht kaufen kann. Weil hier sind auch teilweise die Autos extrem teuer. Oh, das darf ich jetzt nicht überspringen, das Auto ist ja so mies. Oh, ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Wie lange das gedauert hat jetzt. Oh, es wird knapp, ey. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, von mir ist auch so eine Schrottkarre. Will ich ja auch eigentlich, aber das wird natürlich. Kranke Scheiße, könnte ich mir sogar kaufen. Okay, komm, der kann nicht so teuer sein.
Bitte maximal 80, bitte. Oh Gott, jetzt geht's los. Bitte. Oh Gott, ach so, Scheibenkleister. Es geht jetzt, jetzt wird es ja noch hochgehen. Meiner Zuschauer ist auch noch super. Oh, fuck. Nein, nein. Oh, Mann. Ich werde das jetzt trotzdem mitnehmen. Aber... Oh, shit, ey. Ja, gut. Ich werde das, wie gesagt, trotzdem mit reinnehmen in das Video. Das geht jetzt schon, glaube ich, viel zu lange. So oft, wie ich jetzt auch Schrottplatz war, lasse ich das jetzt auch. Also ich mache da keinen Zeitraffer draus, was ich machen wollte, weil das ist einfach viel zu viel. Also wirklich viel zu viel. Deswegen habe ich mir so gedacht, nee, gut, habe ich Pech. In dem Fall. Ja, wahrscheinlich gibt es als nächstes dann erstmal... Ach, weiß ich auch nicht. Boah, das ist doch Mist. Ich bin sogar schon Level 37 jetzt. Krass. Na gut. Dann bis gleich, so gesehen. Willkommen zurück. Jetzt zum Test Nummer 2. Ich habe ein bisschen Geld. Ich habe immer wieder auf die ganzen Fahrzeuge hier geboten, dass ich dann halt irgendwann mal ein bisschen Geld gemacht habe. Und es hat geklappt. Problem ist, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier nur einen Hauch von einer Chance habe, dieses Fahrzeug zu bekommen. Nein. Okay. Könnte doch. 150.000 ist es wert. Oh. Scheiße, das war's. Bitte, bitte. Oh, knick dich. Oh, scheiße, ey. Oh. Na gut. Das war der zweite Versuch. Ich versuch's bei jedem. Nehme ich auch wieder mit ins Video rein. So ist es leider. Und das mache ich jetzt bei jedem Fahrzeug hier so. Und darum habe ich jetzt schon etwas Geld gemacht, aber ich war auch schon ultra oft hier. Es dauert ultra lange. Da ich nehme es nicht auf, weil ich auf dem zweiten Bildschirm Serien gucke. Damit die Zeit ein bisschen rumgeht. Aber es macht irgendwie ein bisschen Spaß. Ich nehme mich mal bei einem Fahrzeug. Na gut, ihr habt es ja gleich gesehen, ich wollte gerade sagen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jeep Grand Cherokee SRT8. Willkommen zum Versuch Nummer 3, sogar der allererste, der hier angezeigt wurde. 001. Und ich bin mal sehr gespannt. Okay, 150.000. Ich habe 217 jetzt endlich mal. Boah, weniger wäre auch gut. Komm, komm, komm. Sei nett. Bitte. Bitte, bitte. Wir haben ihn. Oh! Zwar leider nicht vom Schrottplatz, aber ey, wir haben ihn endlich. Boah. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Oh. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu spielen. Ich gucke hier gerade so ein Stunden 24 Minuten Video. Ich bin jetzt bei 58 Minuten. So, mein Jutster. Jetzt bist du auch mal hier. Geil. Fahrzeuginfo. 17.500, das ist sogar wenig. Hat, also die Karosserie hat ja dann in dem Fall so wenig mehr runter. Cool. Alles 100% bis auf Türscheibe vorne rechts. Bis auf die hier. Hat alles 100%. Cool. Komm, die kaufen wir jetzt nochmal ganz schnell, aber dann, ey. Ich muss gestehen, das war mir jetzt echt insgesamt viel zu viel. Nein. Achso, ich habe die ganzen Mods noch aus. Jeep Grand. Das reicht, oder? Genau. Karosserie. Nein, Türscheibe. Vorne rechts. Da.
müsstest du ja so. Karosserie, Fahr. Ey! Schmucktü-Ding. Schmuckteil. Geil. Geil! Wir brauchen keine Karosserieteile kaufen, als dann wir kriegen Tuning-Teile, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Aber wie gesagt, jetzt ist für mich erstmal komplett Feierabend. Es hat ultra lange gedauert. Okay, gut, Schrottplatz halt, ne? Das hat natürlich enorm viel Zeit. Aber ich war jetzt auf eine gute Stunde beim, wie heißt das? Auktionator, sag ich mal. War ich jetzt auch eine knappe Real-Life-Stunde, bis ich das hingekriegt habe. Klar, wenn man mehr Geld hat, wenn man, sag ich mal, mit 300.000 hingeht, hat man gar keine Probleme. Dann geht man hinher. Ich habe ja immer wieder Mitgebot und sowas, dass ich halt mehr Geld habe. Das hat halt natürlich enorm lange gedauert, aber jetzt habe ich ihn endlich. Freut mich. Als nächstes hätte ich mal vielleicht vorher machen sollen, aber war mir jetzt... Ach, naja. Möchte ich halt auch ein kleines Auto haben mit wenig PS. Keine Ahnung. Wie viel, wie wenig, das weiß ich noch nicht. Du siehst jetzt aber auch nicht gerade sehr heile aus. Also doch, die vordere Scheibe ist so ein bisschen... Okay. Gut. Dann geht's demnächst weiter. Wird da eh zusammengeschnitten, das heißt... bis demnächst in diesem Fahrtipp drin haben. Herrlich. Komplett grünes Gerät haben wir ja zusammen gehabt, habt ihr ja gesehen, seit dem Video auch drin. Boah, das ist auch schon ewig her. Ich habe ja schon 5 oder 6 Videos zwischendurch gemacht. Boah. Also ich muss gestehen, Jeep, ich bin kein Jeep-Fan, aber der sieht schon geil aus. Der sieht auch in Real so aus. Ich finde, das sieht schon echt geil aus. Boah, gut. Dann bis gleich. Okay, das sind jetzt im Real Life, glaube ich, für 15 Minuten rum. Ich habe jetzt gerade echt Bock drauf. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern ich das Ding wirklich auseinandernehmen muss. Oder kann ich das nicht einfach den Motor so komplett rausbauen und das Ding dafür reinbauen? Ging das nicht irgendwie... Nee, ah, Moment, ich muss ja hier auf dem. Okay. Okay. Bin ich mal spannend. Erstmal auf die 1. Ob ich den Motor nicht sogar früher schon rausnehmen kann, sodass er halt komplett bleibt. Der wird so wie er ist verkauft. Da wird komplett weg. Der wird halt. Der wird 100% halt wieder. Oh, ich habe gar nicht so viel Geld. Egal, wir bauen erstmal auseinander. Wie gesagt, dieses Video wird wahrscheinlich enorm lange gehen. Also ich hab mir das so auch überlegt tatsächlich, dass ihr mal so ein komplett von 0 auf 100 seht. Auch wenn es wahrscheinlich doch schon ein bisschen krass ist, aber... So, kann ich den jetzt schon rausbauen? Ist der Motorständer hier? Jawohl, nice. Entferne Motor. Das muss ich mal. Oh, wie geil. 3500. Nein. 6000. Ja, geil. Ich meine, und zack, weg. Cool. Das ist ja dann echt schnell umgebaut, ne? Verrückt. Montieren den hier. Geil.
Habe ich, ich glaube, das allererste Mal jemals gemacht hier. Feier ich richtig. Wie sieht es jetzt mit der Kilometerleistung aus? Schade. Sehr schade sogar. Ich dachte jetzt echt, dass ich jetzt fertig bin, so gesehen. Schade. Ah, na gut. Oh. Okay, ja gut, ich baue ihn erstmal auseinander. Das ist jetzt kein Problem. Felgen und Reifen werde ich dieselben auf jeden Fall nehmen. Also auf dem Schrottplatz gehe ich mal ganz stark von aus, dass es das da gar nicht gibt, dieses Fahrzeug. Weil so oft wie ich jetzt da war, ich habe da bestimmt locker 30.000 gelassen, nur zum Hin- und Herwandern, ohne was zu kaufen da. Achso. Sag mal, warum komme ich denn ran? Achso. Ist ja noch gar nicht ganz oben. Ich habe mich gerade schon gewundert, kam ich ja immer noch nicht dran. Herrlich. Freut mich. Ey, das ist so cool, dass ich das jetzt so dann doch noch geschafft habe. Ich war schon kurz davor zu sagen, okay, hat sich mit dem Cherokee erledigt, weil ich wollte unbedingt Schrottplatz haben. Unbedingt. Ich weiß nicht warum, unbedingt. Aber gut, wenn es das halt nicht gibt, dann gibt es das halt nicht. Da kann ja auch nichts für. Ich sag mal so, ich glaube, das hätte keiner so lange gemacht. Ich habe hier sogar die ganzen DLCs ausgeschaltet, die immer noch aus sind. Die muss ich unbedingt anschalten, bevor ich in mein Inventar das Inventar rein, das Tor-Inventar reingehe. Weil viele haben in. Wie heißt das? Ich komme gleich drauf. Foren geschrieben, dass dann die Teile oder die Sachen da despawnen können. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass er dann anzeigt, ein Fehler oder sowas. Aber ich versuch's gar nicht, ich lasse es. Deswegen. Ja. Ich bin da schon mehr wie glücklich, dass ich das jetzt hier alles habe. So schlecht ist es auch gar nicht im zustandsmäßig gewesen. Ich finde schade, dass es hier nicht so viele Workshops-Maps gibt. Na gut. Was muss ja eigentlich das 100. Video sein? Ah, nee, das wird nichts. Ja, vorgestreckt, vorgezogen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt doch, dann doch noch in irgendeiner Art und Weise so, naja, schnell geht. Alle guten Dinge sind drei. Beim dritten haben wir es gekriegt, das Fahrzeug endlich. Gott sei Dank. Super. Komplett auseinandergebaut. Vorne muss ich nochmal kurz in den Motorraum trotzdem rein. Sind auch noch ein paar Teile. Ich bin in Real Life absolut kein Tuning-Freund, überhaupt nicht, also vom Aussehen her. Aber hier gucken wir dann mal, ob es hier irgendwie was gibt.
100% rein. Also, da gibt's keinen. Ja, aber. Ich meine, das Coole wäre jetzt auch beim. Schon gleich drauf, hoffe ich. Beim. Schrottplatzauto, dass die halt viel mehr runter hätten. Was halt auch wieder ein bisschen cooler gewesen wäre in dem Fall. Aber gut, so ist es leider dann nicht. Gut, das Zusammenbauen, wie gesagt, das mache ich in Zukunft. Also für euch, so gesehen, nach dem Schnipsen dann gleich. Und wieder. Ah nee, Quatsch, geht da gleich weiter. So, und es geht genau jetzt weiter. Guck, guck. Weiter geht's mit dem Jeep Cherokee. Grand Cherokee, super. Okay. Oh, fängt er schon mal. Ist super, super gut an. Weiterhin ist es super gut. Immer noch. Finde ich klasse. Aber, der Wahnsinn. Oh, Getriebe. Das könnte es sogar als Tuning geben. Boah, Katalysator-Tuning, weiß ich nicht. Okay. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Obwohl. Oh, Tuning. Ja, okay, gut. Alles klar. Alles klar. Hab ich Katalysator schon drin? Nee. Weil. Hatte ich auch noch nie. Oh ja, cool. Mein Tuning-Tank wird es ja wohl nicht geben. Boah, es kommt. Ui, es kommt Kondensator. Geil. Die pumpt gleich 10 Liter durch statt 5. Okay, Achsschenkel, Vorderachsträger, Stabilisator. Nein. Achse? Nee. Getrieb. Ah, da, dafür gibt es ja extra hier, ne? Ja. V8. Typ A. Genau. 2700. Ja, nett. Oh, tatsächlich. Ich fahre mir gerade. Flammenrohr. Achso, ja, gut, okay. V8 OHVG. OHVG. OHV. Ich warte mal, ist jetzt E ist dabei? H ist nicht dabei, aber trotzdem E ist also. Ach, ist das zum Kotzen. Mittelschall. Warum schreibt er nicht? Mittel. Einfach Standard-Mittelschalldämpfer. Komm. Ja. Abgasrohr. Auch. Was gibt's denn da? Ich brauche Typ B. Gibt's natürlich auch nicht. Oh. Endschalldämpfer. Endschalldämpfer steht V8 Typ A. Ja, hey. Scheiße, doch, beide brauche ich. Wow. Okay, Achsschenkel. VA Typ C vor der Achsträger, nicht Trager. Typ C Starrachse VA Typ A. Hä?
Hinterachsträger. Muss ja dann RWD sein, genau. Und nochmal, oh, Achsschenkel. HA-Typ A. Ich lösche nochmal alles, ich weiß es nicht. War 3,5. Ich habe gerade nicht gesehen, für was. Nö. Nö. Also da ist er oben. Tuning. Katalysator muss ich nochmal gucken. Technik jetzt auf nur eingekauft. Lenkgetriebe gibt's denn nicht auch als Tuning? Naja, nee, wäre blöd. Naja, okay, nee, das wäre Schwachsinn. Ui, Qualität? Das gibt's denn nicht als Qualität, oder? Nee. Schade. Auch nochmal Qualität. Qualität. Oh, Moment. Verteilergetriebe Tuning, das wäre interessant. Komm, ich kaufe es erstmal hier wieder. Okay. Verteilergetriebe heißt es, glaube ich, ne? Genau. Verteilergetriebe. G? Nee, okay. So. Abgas. Ohr. Ach ja, genau, das gab's nicht. Katalysator? Ja! Kick mal! Flammenrohr gab's, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich gerade nicht irre. Genau, hier gab's so Standard-OHV. Stabilisator, Körlinger, Renner. Okay. Nein. So. Abgasrohr. Zweimal Typ B. Radnarbe. Ohne R. VA, ne? Ne, Typ B. Hinten. Okay. Dürft. Oh Gott. Egal. Stoßdämpfer. Einrohr Gasdruck. Genau. Längsträger. Na, ah, längs. Lenker. Wieso komme ich immer auf Träger? Kurz oder lang? Lang. Was, Gummilagerbuch so klein? Definitiv nicht. Stabili. HA-Typ B. Querlanger. HA oben.
Katalysator nicht. Flammrohr. V8 oder VG. Da. Achsschenkel. Was habe ich denn hier gemacht? Da. VA-Typ C. Wo bist du? Da. Stabil. Alter, jetzt kann ich hier. Was mache ich denn hier? Stab. Mensch, Mensch, Mensch. VA-Typ B nochmal. Wieder eine Radname VA diesmal, ne? Genau. Keine Ahnung. Verteiler, Getriebe, 4x4. Boah. Tschüss. Egal. Oh, cool. Oh, wie viel Geld wir hier, wie viel, ja, Geld wir hier drin wieder lassen, ey, unglaublich. Boah, crazy. Ui. Macht, ich nenne es jetzt mal Auspufftuning, wirklich so viel aus? Finde ich jetzt gerade ein bisschen krass hier mit 1% und sowas. Ich habe keine Ahnung, aber klingt jetzt halt erstmal viel. Und wer 100 PS hat, das wäre das 1 PS. Ja gut, okay, das wäre 1 PS. Jetzt wo ich es so sage. Kein... Oh. Auch kein. Auch nicht. Ja, ein bisschen schade gerade. Okay. Bei Anlasser hätte ich mir jetzt... Ich versuch's, ist ja da egal. Anlasser... Gelenkwelle V8. Nee, Typ C. Ich wollte sagen, hä? Ach du Scheiße. Ankerblech. Dreiloch. Scheibenbremsen VA. Querlenker VA und ein Typ B. Oh, und ein Typ B. Auch nicht. Nö. Nö. Okay, hier fehlt ja genau Bremskolben. Bremskolben. Habe ich doch gekauft unten. Ach, für andere, ja. Gibt's da ein paar Mal häufiger.
Habe ich schon gekauft. Antriebswelle. VA Typ A. Ich bin meinen Schreibtisch ein bisschen höher. So, dass ich auch mal Growler sieht. So. Okay, was seid ihr denn? Doppelquerlinger? Da. Oh, geil, sogar mit Qualität. Wusstet nicht, dass es das gibt. Obwohl, ich glaube, mit Qualität und sowas gibt es bei allen. Finde ich cool. Feier ich. Guck. Oh. Weiß. Bisschen zu hoch gegriffen, aber. So. Okay, nee, Reifen, das ist ja. Das ist ja noch nicht. Oh, Qualität 2. Bremst auf der einen Seite natürlich dann deutlich besser, ne? Oh ja, doch, für den habe ich auch schon wieder einiges gekauft. Hat er nicht eingebaut. Ja, groß, klein. Gibt es auch nichts mit besser. Schade. Auch nicht. Okay. Boah, ist das viel. Dich habe ich ja dann auch nicht. Ja, nö. Okay. Nee, das ist ja. Okay. Das ist eine schicke Ansicht. Oh, bleib sogar dabei. So. Typ B und Typ A. Ich sag mal, andererseits habe ich das auch nicht. Anker, Blech, Vierloch, Scheiben. Bremse, genau. So. Perfekt. Muss ich mal kurz rüber. Ach, da ist okay, wenn der Reifen dran ist. Ja, gut, alles klar. Okay, Anschlagpuffer. Komm hier auch was wie Qualität, bitte.
Komm. Ey, das kann doch nicht sein. Manu. Also die Verdammung kann ich hier noch nicht ranbauen. Den Reifen aber. Gut, klar. Wenn noch was fehlt, geht das nicht. Antriebswelle. Antriebswelle. HA-Typ. A. Okay. Geil. So, Sport Ultra. So. Okay. Inventar, ganz Bruno. Also 22, 35, 305. Richtig? Perfekt. Perfekt. Oh, Gott sei Dank. Da hatte ich ein bisschen Angst gerade bei den Sachen. Das, weil wenn die kaputt gehen, das wäre nicht so toll. Du siehst geil aus. Auf jeden Fall habe ich dich verkauft. Aber nicht auf mein jetziges. Irgendwann vielleicht mal. Vor allem, wenn ich. Ja, ich brauche dafür vier gleiche. Ich habe keinen Bock auf eine Qualität zu haben, weil die sehen ja immer minimal anders aus. Fertig. Okay, habe ich auch nicht. Oh, Qualität sogar. Schade. Schade. Mist. Na gut, egal, mach ich dann. Brauche ich jetzt nicht. So, Kühler. Typ A. Luftfilter. Standard. Bremskraftverstärker.
der Lüfte, vierter Deckel. Lüfter Zage Typ B. Luftfilter Deckel. Ah, da wollte ich auch die Klammern. Ja. Ah, Ventilator klein. Typ B klein. Schade. Aber immerhin ein mit Qualität 2. Finde ich schon mal gut. Achso. Genau, Klammer kurz. Klammer kurz. Oh. Plus 5, Wasserpumpe, krass, haben wir auch. Ich habe 2 Gummilagerbuchsen im Kleinen vergessen. Querlenker, achso. Hoppla. Ja, okay. 3 wichtig, war kurz hoch. Achso, da. Gesagt, ne? Ja, geil. Wir haben komplett alles fertig. Achso, hätte ich gleich runterfahren brauchen. So, du hast 496 PS. Da, Mutter. Oh, ja, kriegt er. Kriegt er. Selbstverständlich sogar. Keine Frage. Nagelneuer Motor, ne? Da! Ne, Schmuck. So. Ich hoffe, das Video geht. Also, ich habe eine Stunde, 8 Stunden gesehen. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier nachgeht. Ja. Starteleistungstest von 470. Nein, 469 auf ohne Getriebetuning. Okay, das ist ja eh nur Dings. So. %706. 50%. Ja. Verrückt. Verrückt. Wow. Ist für mich. Ja, genau, war jetzt nur das. Was? Kann man Gänge dazu packen? Krass. Okay. Achso, er ist rausgefahren, so gesehen. Okay, ich wollte gerade sagen, wie kommt der denn hier durch? Zum krönenden Abschluss gibt es dann natürlich nochmal die Teststrecke. Okay, Moment. Natürlich die Vormax-Strecke. Darum habe ich jetzt kurz so ups, ausgemacht. So. Ich war gespannt, ob er wegrutscht oder so, oder ob er jetzt perfekt ballert. Komm, wir machen mal hin. Gut. 700 PS. Für mich ist es gerade nicht so schnell. Dolle von an.
Randverkehr, nenne ich es jetzt mal. Wie schnell waren wir denn? 269. Ach, Rückwärtsgang, ich vergesse, was ist das denn? Ja, gut, okay. Nehmen wir erstmal so an. Schnell. So. Ballern wir mal jetzt hier im Gelände mit 700 PS. Psst. Tessellation ist am Start. Kein Problem. Mit Problem. Wow. Super. Also, das Spiel ist bis hier echt nochmal ran. Eigentlich. Eigentlich. Da wird nichts mehr passieren, aber. Das ist ein Geländewagen. Naja. Eieiei. Kannst du nur mit Jeep Ski. Dieses andere Ding hier, Jeep Wrangler langfahren, wa? Könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, welchen ich nochmal so machen soll. Auch gerne kleine Autos. Will ich gar nicht sagen. Hatte ich ja sowieso mal vor. Oh ne, jetzt hänge ich, oder? Neustadt. War noch bei 100% bei allem. Junge. Guck mal, da kommt er niemals rüber. Ey, selbst auf diesen. Boah, welches Auto kommt hier vernünftig lang? What the fuck? Das hänge ich auch. Kann doch nicht sein. Oh.
Dafür hätten sie ein paar mehr machen können. Die sind halt vielleicht sogar noch ein bisschen lustig. Das ist so extrem kleine Karten. Der DLC! Sollst du den DLC aushauen? Von mir aus für 20 Euro. Ja, okay, das muss ich sein. 20 Euro muss ich sein. Aber Workshop-Karten gibt es ja hier auch irgendwie. Komischerweise leider auch. Super weniger. Ja, weil die Autos wahrscheinlich so scheiße fahren. Ja, das wird auch nochmal hochkommen. Jawohl. So nämlich. Armer Auto, ey. So, grünen Abschluss. Nehmen wir trotzdem noch mal eine Workshop-Strecke. Und zwar... Los Santos. Müsste ja theoretisch mit dem Auto jetzt ein Klack sein. Kann man ja auch überall drüber fahren. Hier sind wir mit den anderen Autos immer abgeprallt. Aber noch der fährt drüber. Ich sehe gar nichts. Ja. Alles klar, jetzt stehe ich auf dem Haus. Boah, leck, 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 leck. Hä? Ich hab. What? Ich hab eigentlich gerade viel gedrückt, der fährt rückwärts. Na gut. Schanze! Und aufs nächste Haus! Na bitte nicht. Gut. Paint and Spray hier. Kommen wir nicht rein. Ist schon gepaintet und gesprayt. Die Farbe. Würde ich schon fast verlassen. Hey! Hiermit kann man fahren auf jeden Fall. Nicht super geil. Aber man kann hiermit fahren. Fahr vorwärts gut. Ich sehe nichts. Nein, 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 oh nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte, okay. Schade. Alles klar. Oh, hier ist sogar eine Karte drin. Huch.
Ja, tatsächlich ist so eine Karte drin. Ich kann mich hier drin leider nicht umgucken. Oak Hill. Orlando. Christmas. Titusville? Leesburg. Okay. Ja. Oh, warte mal, hier will ich auch einen Screenshot machen. Ich kann sogar wegzoomen. Grove Street. Home. Oh, die letzten paar Sekündchen sind tatsächlich nur noch das Thumbnail geworden. Und, ey, komm, eine Sache versuche ich jetzt nochmal. Ich will eigentlich mal die Highspeed wirklich hier hinkriegen, aber. Was sind denn Karten, die sich hier anbieten? Außer die Karte, die ist riesig, da will ich nicht sagen. Auf die anderen kleinen Karten, die sich hier anbieten, das ist ja. Das ist ja. Nee. Unmöglich. Bitte. Nein. Fuck. Glück gehabt. So, schaffe ich die 270, dann habe ich ja schon einen Rekord. Ich sag nein. Nein, 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 nein. Ich sehe. Oh Gott sei Dank. Ah, okay, das war's doch. Ja, okay. Ärgerlich. Finden wir hier Bigfoot. Ne, war es Bigfoot? Oder ich glaube, bei San Andreas war es Bigfoot. Das ist hier übrigens GTA Remastered, ne? So sieht es jetzt halt aus. Das Auto mal vorne weggelassen, das sieht gut aus. Der ganze Rest nicht. Er hat wahrscheinlich weniger Bugs hier. Oh, wow. Ja. Er steht wieder. Es war grad. Ey, seid ihr hier nur dummes Herumgefahren, weil es macht gerade irgendwie ein bisschen Fun. Auch mal wieder MTA spielen hier. DZ-Mod. Auch mal unglaublich viel Spaß gemacht. Habe ich glaube ich nie aufgenommen. Weil ich da war nicht so, wow, ich war da nicht so mit drin. Das haben eher die anderen alle gespielt. Baum! Oh, ich wollte hier durchfahren, Mist. Handbremse, ich tipp die wirklich nur ganz kurz an. Verrückt. Trotz der schlechten Performance echt lange spielen, weil das macht echt Fun irgendwie. Boah, es leckt. Er sieht ja selber. Oh, die ganzen Schilder stehen ja nicht. Hier steht, glaube ich, Free Passing, nicht reingehen. Gefahr für ganze Familie, würde ich mal sagen. Komm, eine Sache mache ich noch und dann ist gut. Oh Gott.
Komm ich? Naja, gut. Okay, okay. Oh, hier ist eigentlich Wasser drin, ne? Oh, wie viel Mods ich damals auch bei San Andreas hatte, ey. Oh. Wann er mehr Mods wie das Spiel insgesamt hatte, überhaupt dann. Alles. Fahren hier durchs ausgetrocknete Flussbett. Durch die Erderwärmung. Das ist ja hier alles ausgetrocknet. okay. Kam, glaube ich, jetzt bei euch falsch rüber. Ist nicht lustig. Oh. That is a deep, deep. Point. War hier oben nicht der Rollstuhl? Ja, der ist sogar hier. Ich kenne die Stellen hier noch alles. Das ist unglaublich. Ich habe das schon Jahre nicht mehr richtig gespielt. Also, nee, eigentlich gar nicht mehr gespielt. Ich habe es auch nicht mehr runtergeladen. Könnte auch mal wieder ein Sonntagsvideo werden, aber. Wait a minute. Was hab ich da gerade gesehen? Wieso fährst du rückwärts? Kommt man da wirklich rein? Gott. Stimmt, auf den Schildern schalte ich auch nichts drauf. Ich hoffe, das wird okay. Das ist nicht zu lange. Ich meine, das macht gerade echt ein bisschen Spaß. Wie ja, glaube ich, merkt ein bisschen. Kann ich? An der Pagania, glaube ich, kann ich hier einen Teil da drin. Ja, jein. Na, bleib drauf. Das war's noch nicht. Nicht rückwärts. Don't do that. Also wir können eigentlich sogar schon abschalten. Ich baller jetzt hier nur ein bisschen nochmal rum. Nein! Wieso bist du unsichtbar? Ja, jetzt war es wieder doof. Na gut. Das ist ein Sonntagsvideo hier. Oh. Krass. Das war ein Move. Das war ein Slider Move. Oh nein.
Nein! Oh, Dummy noch eins. Der kommt doch immer wieder auf den Bein. Tunnel. Okay. Dann nicht Tunnel. Oh nein. Doch. Ach krass. Ich dachte, ich baller da jetzt gegen. No. Drehen wir mal um. Fahren wir mal am Strand entlang. Falsch umgedriftet. Ah, okay. Tatsächlich nicht mehr. Dass hier keine Leute sind, das ist ja auch. Hä? Auf zum Leuchtturm! Oh, ist einmal perfekt im Umgriff, das wäre so geil. Nee, nicht rumgehen. Okay, reicht. Sorry, dass es so unglaublich lange ging. So, ich möchte nur eine einzige Sache wissen. Dann ist wirklich gut. Versprochen. Wie viel bist du wert? 303.000 Euro. Dollar. Ja, ich meine, ich sag mal, nur Restaurierungsprämie von 50.555, das ist schon. Gute Octavia. Ne, ich dein Real Life jetzt, ne? Geil. Da, jetzt kommst du dahin und ich rühre dich wahrscheinlich nie wieder an. Gut. Das war jetzt dieses Special-Folge, ich hoffe, die 100. Und. Ja, also ich hoffe, das war die 100. Ah, die jetzt zusammen zu schneiden. Das wird ein Spaß. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gibt doch noch einen, schreibt die Kommentare, wie euch dieses Special gefallen hat. Und es ein bisschen wahrscheinlich übertrieben war, aber. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video. Das geht vielleicht nicht ganz so lange. Und zwar möchte ich mal mit diesen beiden Fahrzeugen. Ich habe hier gerade eine Workshop-Map runtergeladen. Und ja, mit den beiden Fahrzeugen möchte ich mal auf die Map und mal gucken, wer da tatsächlich besser ist. Und zwar da oben Workshop. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Die fahren wir mal zuerst mit dem, ja, mit dem Zonder. Und zwar ist es einfach ein Rundkurs. Oh, ist laut. Okay. Ja, dann ballern wir mal. Oh Gott. Ja, fängt das schon mal gut an. Ich hoffe, dass die Karte deutlich größer ist und nicht so ein kleines Ding hier.
Okay. Sorry, ich glaube, das war ultra laut. Da ging es die Musik aus. Okay, also der Rundkurs ist leider Gottes ultra, ultra, ultra kurz. Sah hier ein bisschen doller aus, aber gut, jetzt wo ich die Kurven so und das, Naja, schade. Mal gucken, was wir hiermit schaffen. Wenn ich mich nicht verguckt habe, 173 haben wir geschafft mit dem anderen. Schon mal schneller. Das ist ja unglaublich. Es gibt leider nicht so viele Workshop-Karten. Ich glaube, wenn ich gerade nicht verguckt habe, 24 und das ist dann wirklich nichts. Hat er nicht erledigt. Wir waren ja schon mal auf der Teststrecke, Vormax-Teststrecke, aber die ist auch nicht so geil. Wir gehen mal auf den Flugplatz, war ich noch nie. Oh, ich habe mir so viel erhofft jetzt davon. Ärgerlich. Es ist unglaublich schwierig, damit zu fahren, ehrlich gesagt. Man muss auf jeden Fall beim Lenken am besten vom Gas runtergehen. Dann geht es. Dann ist es noch so, dass man sagt, ja, okay. Durch. Hier kann man schon, ich sage mal, ein bisschen besser drauf fahren. Ich hoffe irgendwie in so eine Ecke rein zu können.
bangen, dass ich damit überfliege. Ich glaube, selbst außerhalb würden wir da jetzt nichts reißen. Ich will einfach lernen. Dass man hier nimmt, wie gut für Auto fahren kann. Mal kurz vom Gas runtergehen. Das hilft schon ordentlich. So, komm, jetzt baller ich mal. 300, schreibe ich die 300. 80, 90. Oh, 97. Na gut. So geil ist das jetzt nicht. Und da war ich schon mal, ja, gut. Habe ich glaube ich schon gesagt. So, keine Ahnung, ob ich mich gerade gehört habe, aber da war ich schon mal. Flugplatz, da war ich schon. Schottplatz, Geländestrecke, Scheune, Teststrecke. Ah, Teststrecke. Ah. Oh. Gedacht, dass das hier ist. Nein! Und die Öltemperatur, die bis 300 Grad geht? Ja, tatsächlich. Warte, das sehe ich jetzt erst. Glaube ich. Alter, der lenkt echt scheiße. Boah, der lenkt echt schlecht. Der Pagani lenkt viel zu doll. Federung gibt's hier gar nicht. Ey, nur diesen kleinen Kurs hier fertig zu kriegen. Ist ja schon theoretisch fast unmöglich. Ich glaube, Driften würde hier richtig geil funktionieren. Ja gut, das ist alles 100%. Boah. Ich überlege nur gerade, ob ich das überhaupt hochlade. Beim Flugplatz habe ich gedacht, man kann jetzt hier richtig schön weit rausfahren. Aber nö. Rennstrecke war, glaube ich, auch nice. Ja,
wirklich vernünftig gemacht. Ich bereue es krass, dass ich mir das nicht gekauft habe. Oder die beiden wirklich gekauft habe. Was ich damals hatte, war noch die Blende war. Ich glaube, sogar großer geht es. Und ein bisschen mehr ist. Ja, überlege ich gerade. Okay, ich rede gleich. Ob ich mir nicht einfach selber mal einen Motor hier zusammenstelle. Da werde ich zwar ein bisschen googeln müssen, da werde ich euch auch mitnehmen. Und dieses Video, was jetzt gerade halt gelaufen ist mit dem Testen und Teststrecke und so ein Kram, das doch mal hinten ranpacke. Was bedeutet, dass das Video theoretisch nach diesem Ausschnitt mit diesen Testen hier, was komplett misslungen ist, jetzt so gesehen zum Ende ist. Und ihr habt vorher gesehen, wie ich einen Motor zusammenbaue. Da ist halt die Frage, inwiefern funktioniert das mit den Tuning-Teilen, weil ich habe ja hier einige Tuning-Teile. Qualität und Tuning. Das wäre schon eigentlich echt geil, aber ich brauche halt diesen einen Motor, diesen speziellen, sag ich mal, der halt auch in ein SUV reinpasst. Da werde ich mich mal schlau lesen und daher, dass das Video sowieso zu Ende ist, hätte ich die Thematik gar nicht ansprechen brauchen, weil ich habe es ja wahrscheinlich schon geschafft. Ja, gut. Mal gucken, was ich zu Anfang des Videos geschafft habe, ob ich Motor zusammengebaut habe oder ob das hier niemals veröffentlicht wird. Gut. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist ja wirklich jetzt zu Ende. Den Rest habt ihr schon vorher gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt einen Daumen, schreibt die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.